Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu World of Warcraft Battle for Azeroth. Im letzten Part hatten wir hier bei dem Meuterer aufgehört und hatten uns hier darum gekümmert, ein paar von den Ungeziefern zu vernichten und ja, die Leute zurück aus dieser Burg oder diese Burg zurückzuerobern. Und nun müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir, glaube ich, soweit durch. Jetzt wäre als nächstes tatsächlich eigentlich dieser große Dungeon dran, den wir noch offen haben. Freihafen, Ende eines Piraten. Töte Halan, den Schmierigen in Freihafen, Dungeon. Und dann haben wir noch das. Besorge den Generalschlüssel von Tol Dagor von Aufseher Kogus. Ich würde sagen, die heben wir uns tatsächlich auf. Und machen dann jetzt weiter mit dem, ich glaube, letzten Gebiet. Und zwar die verschollene Flotte. Fähre zur Sturmsangabtei. Na, dann würde ich sagen, dann mal los, ne? Dann mal los. Auf zur Sturmsangabtei. Wo müssen wir da hin? Ja, da können wir eigentlich hinreiten. Ist irgendwo da hinten. Ich bin ja immer sehr gut dabei, Dinge zu finden. Och, guckt ihn euch an. Ich möchte ihn nochmal wieder zeigen. Grüße gehen nochmal raus an dieser Stelle an Kuren. Ja, ich weiß, es ist schon ein paar Wochen her und trotzdem, er sieht so unsagbar genial aus. Wahnsinn. Blizzard, wann bekomme ich das Stofftier? Ihr seid doch Activision Blizzard. Ihr seid doch geldgeil wie Scheiße. Da muss doch so ein Stofftier drin sein für den Fuchs. Muss doch gehen. Das muss doch wohl gehen. Kann ja wohl nicht, ne? Wo reite ich lang? Ich habe den Gefühl, es ist den falschen Weg, ne? Irgendwo so da so lang. Oh, Artgenossen. Süß. Die Grausteinfeste. Ja, da wollen wir nicht hin. Wir wollen eigentlich nur so daran vorbei. Ja, ne, hier unten ist der Weg. Oh! Tut dir nicht so doll weh? Wäre irre, wenn man den kaputt kriegen würde, so, ne? Hast ja irgendwie 20 € oder so, was das auch mal gekostet hat, bezahlt und zack, tot. Muss neu kaufen, hilft nix, Kohle muss rein, ne, wir spenden das auch vielleicht. Also beim Schatten habe ich es ja gerne gemacht, weil das halt für einen guten Zweck war. Das ist okay. Ballert die Musik hier rein, du. Winkelgassen-Style. Wuhu, sieht ja auch ein bisschen winkelgassenmäßig aus. Sorry, ich muss ein bisschen besser auf meinen kleinen Fuchs aufpassen, der eigentlich gar nicht so klein ist, weil ich kann auf ihm reiten. Aber naja. Ja, heute die erste Folge World of Warcraft Battle for Azeroth in meinem neuen Turnus. Wie angekündigt, da der Andrang bei meinen ESO-Folgen, also Elder Scrolls Online, so groß war. Ich war überrascht, wie viele Leute sich das zurückgewünscht haben. Meine Güte, hätte ich nicht gedacht. Also tatsächlich wesentlich größerer Anteil als jetzt bei World of Warcraft, was mich doch überrascht hat. Machen wir es jetzt im Wechsel, damit beide glücklich sind, weil wir machen jetzt einfach immer WoW. Und eine Folge WoW, dann eine Folge ESO, WoW, ESO und so weiter und so weiter. Bedeutet halt immer, es gibt von einem eine Folge mehr die Woche. Und das switche ich immer durch, ne? Das heißt, diese Woche, was ist hier los? Ich will nicht eingeladen werden. Imperium sucht dich. Denn gemeinsam geht alles besser. Zusammenhalt ist uns wichtig. Leveln, Raiden oder PvP. Hier findet jeder etwas. Ablehnen. Ich bin nicht so eine Dorfsteinschwalbe, die einfach so eingeladen werden kann. Ich will umworben werden, ja? Eine Dame möchte umworben werden. Wirklich nun mal. Der Hafen von Boralus. So, Hafen ist, um abzulegen mit einer Fähre erstmal... Ach, guck mal, wir haben das gleiche Pad. Du hast auch den Fuchs. Schon fühle ich mich nicht mehr so wertvoll. Vielleicht können sich die beiden küssen. Okay, er möchte nicht. Nein, nein, nein. Kuss ist nicht drin. Gut, kein Kuss. So, nun müssen wir schauen. Wir müssen da runter. Das ist schon... Gleich da vorne, ich habe es tatsächlich gefunden. Achtung, jumpen und dahin. Nicht so weit. Oh, das war knapp. Okay, so. Was hat Taelia hier? Dafür habe ich mein Leben lang trainiert. Ich war vorher noch nie in der Abtei. Ja, dann auf zum Fährmeister. Wohin kann ich mit der Fähre fahren? Wir brauchen eine Fähre zur Sturmsangabtei. Ja. Immer schön auf Kurs bleiben. Ich wünschte, ihr könntet die Flotte sehen. Ich glaube, selbst jemand, der so viel gesehen hat wie ihr, wäre erstaunt. An Bord unserer größten Schiffe ist immer ein Gezeitenweiser, um durch Sturm und raue See zu navigieren und die Segel zu füllen. Derzeit scheint keiner zu wissen, warum die Flotte noch nicht zurück ist. Man sagt, die Gezeitenweisen hätten ihre Magie verloren, aber ich glaube, das sind nur Ränkespiele wie bei Aschenwind. So oder so brauchen wir die Hilfe der Gezeitenweisen. Jetzt, mehr als je zuvor. Nicht nur, um die Flotte heimzuholen, sondern um Kultiras zu heilen. Von der Infektion, wie Carsten sagen würde. Die Infektion. Ja, dann mal los, so. Die Musik ist irgendwie gefühlt lauter als üblich, kann das sein? Jetzt haben wir nicht, das war das Ziel. Wow, das ist aber nicht weit gewesen. Da hätten wir auch hinlatschen können. Na gut. Taelia. Endlich passiert mal was. Haltet eure Augen offen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uneingeschränkt willkommen sind. Ja, das ist ein Gefühl, das ich durchaus kenne. Dieses nicht unbedingt uneingeschränkt willkommen zu sein. Als ich noch ein Kind war, hatte Carsten immer so einen Spruch. Wie war der noch gleich? Die schönsten Gesichter sind die freundlichen. Das hat mir sehr geholfen, Besucher aus aller Welt kennenzulernen, die durch Boralus gereist sind. Befragen wir doch ein paar der Verantwortlichen hier. Vielleicht erzählen sie uns ja etwas über die Flotte, wenn wir sie nur freundlich genug fragen. Fragt Schwester Adriana, Bruder Dres und Schwester Celicia nach Informationen zu der verschwundenen Flotte. Erzählt mir alles, wenn jemand hier muss etwas wissen. Eine ganze Flotte geht nicht einfach verloren. Ja, das ist richtig, ne? Dann lasst uns mal ein bisschen umschauen und schnacken, würde ich sagen. Irgendjemand. Hier dort. Wer hat hier das Sagen? Ha. Gut. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Auskunft, die uns weiterhilft. Wir garantieren eurem Schiff sicheres Geleit, wenn der Preis stimmt. Sicheres Geleit. Jetzt wollen wir mal ein bisschen lauschen hier. Guten Tag. Wir werden diesem Sturm trotzen. Es ist unhöflich zu stören, Fremdling. Könnt ihr mir etwas über die verschwundene Flotte erzählen? Sturmsang wird wieder rein. Ihr seid beinahe so unausstehlich wie Bruder Arlen. Also, ist das jetzt ein Nein? Das heißt wohl nein. Ja, sie möchte nicht mit uns schnacken. Das, offensichtlich hat sie etwas zu verbergen, sonst könnte sie ja ein bisschen mit uns reden, aber gut. Dann rede ich halt nicht mit dir, wenn du das nicht magst. Was ist das für ein... Aber dieser Springbrunnen sieht ein bisschen komisch aus. Ein Springbrunnen sollte nicht so aussehen. Na egal, wir gehen jetzt erstmal in diese Richtung. Also das sieht schon... Achso, ihr ist langweilig. Gezeitenweise von Boralus. Ich verstehe. Oh, ich wäre gerne auf dem Schiff und würde da helfen und deswegen, weil ich das nicht kann, spiele ich immer die Brunnen rum, ne? Ja, mocht das mal. Mocht das mal. Da, was ist hier los? Eure Seelen den Gezeiten. Ihr Flüstern birgt Wahrheit. Ihr Flüstern birgt Wahrheit. Nur dann mal los. Guten Tag. Die See sei euch gewogen. Ihr gehört nicht zu meinen Schülern. Ihr habt offensichtlich einen Grund. Ne, ihr habt hoffentlich einen Grund, warum ihr meinen Unterricht stört. Könnt ihr mir etwas über die verschwundene Flotte erzählen? Möge der Wind eure Segel füllen. Wieso geht ihr nicht allen auf die Nerven, wenn ihr hier eure Zeit verschwenden wollt? Wenn ihr euch so anstellt, machen wir vielleicht genau das. Was denn hier los? Niemand will mit uns reden. Als hätten die was zu verbergen, oder? Das ist so merkwürdig. Das ist so merkwürdig. So gehst du doch nicht. So merkwürdig ist das doch, oder nicht? Na gut, dann wollen wir mal weiter gucken hier. Gehen wir mal da lang. Da mal da. Was ist hier los? Moin. Was macht ihr denn hier? Füllt ihr hier so ein Wasserbassin? Das sind schon lustige Dödel. Strengt euch an, ihr Dummköpfe, bevor wir die Kontrolle verlieren. Die Kontrolle? Ja, dann will ich ja eigentlich gar nicht stören, aber ich muss mal kurz was fragen. Wir werden diesem Sturm trotzen. Dreh scheint auf eure Anwesenheit nicht zu reagieren. Könnt ihr mir etwas über die verschwundene Flotte erzählen? Verschwindet ins Archiv zu Arlen. Diese Narren. Sonst stabilisiere ich den Rest mit euch. Jo. Das geht mir gar nicht. Lasst uns von hier verschwinden. Lass uns mal schnacken. Grüße. Bis jetzt hatten wir kein Glück, aber ich glaube, wir machen Fortschritte. Quest beenden. Archiviertes Wissen. Mir scheint, dieser Bruder Arlen, von dem wir immer wieder hören, könnte vielleicht etwas wissen. Zumindest hoffe ich das. Hier scheinen alle irgendwie etwas, naja, ausweichend zu sein. Ich glaube, ich habe ein paar Archivare in den südlichen Klostern gehen sehen. Wenn wir ihnen folgen, finden wir bestimmt auch Arlen. Fragt Bruder Arlen nach Informationen zu der verschwundenen Flotte. Kultige Zeitenweisen verfügen über eine der vollständigsten Bibliotheken auf der ganzen Welt. Ich wette, wir werden unseren Archivar dort finden. Und dann mal los, ne? Ich lasse euch mal hier weitermachen, ne? Fühlt euch nicht gestört von mir. Passt schon. Was richtig laut ist das hier. Muss man eben noch den Sound für mich ein bisschen leiser machen. Sonst schrei ich hier so viel rum, du. Wenn mir das in den Kopfhörer so reindröhnt, du. WoW ist schon ein nicht gerade leises Spiel, du. Im Vergleich zum Rest, so. Hinein zu den Archivaren. Dem Archivaren Arlen. Da hinten steht er auch schon und leuchtet vorfreudig. Das sind eure Archive. Keine Verzögerungen! Lord Sturmsank braucht diese Karten sofort am Schrein des Sturms. Alles klar. Bruder Arlen. Wer die See achtet, ist mir willkommen. Ah, willkommen. Besucher kommen heutzutage immer seltener, besonders in das Archiv. Wie kann ich euch behilflich sein? Könnt ihr mir etwas über die verschwundene Flotte erzählen? Möge der Wind eure Segel. Folgt mir und senkt euren Blick. Oh, alles klar, ich gucke nach unten. Wo geht's hin? Okay, wir folgen mal Bruder Arlen. Mit gesenktem immer Knien und Demut zeigen. Ihr wisst ja, ihr wisst, wie das läuft. Fremde sind im Archiv nicht zugelassen, Bruder. Bruder. Zurück an eure Arbeit. Die gehören zu mir. Ach, hier wird aufgeschrieben, deswegen, ich wollte schon sagen. Du hast ja nicht unbedingt das größte Archiv jetzt, aber oh, passt wohl schon. Du. Keine Besucher. Ich habe Gäste. Ja, Bruder. Hier entlang. Alles klar. Oh, hoffentlich läuft das nicht schief. Da könnte natürlich auch böse sein und uns jetzt gleich verprügeln wollen. Das Archiv der Abtei. Das könnte halt auch eine Falle sein. Okay. Uff, Taelia läuft ein bisschen komisch. So, reden wir miteinander? Ihr habt keine Ahnung, in welcher Gefahr ihr euch hier befindet. Das scheint mir auch so. Was meint ihr mit Gefahr? Die Flotte wird nicht vermisst. Sie wird in einem unnatürlichen Sturm gefangen gehalten. Ah. Ketzer! Ihr werdet euch nicht einmischen! Leutnant Watt! Ich wusste doch, dass das nicht gut enden wird hier. Ketzer! Wie kannst du es wagen, uns zu verraten? Meuderei! Meuderei! Oh, da hauen wir doch mal eben munter drauf, ne? Irgendwie sind diese Balken wieder an. Ach, V war das, glaube ich, ne? Normsblockade von gegnerischen Einheiten ausblenden. Oder hatten wir das die ganze Zeit an? Eigentlich ist das gar nicht so verkehrt, dann sieht man, wann Ende ist, ne? Ich hab nur Befehle befolgt. Ja, manchmal muss... Euch gut. Ich hätte wissen müssen, dass Watt dem Schatten nicht gewachsen ist, der auf Haus Sturmsang lastet. Unser Volk wandelt auf dunklen Pfaden. Doch es gibt einige unter uns, die die Saat des Widerstands gesät haben. Die Sorte des Widerstands. In Brennadam auf. Gebt ihm diesen Anhänger. Unsere Arbeit steht erst am Anfang und er wird eure Hilfe brauchen. Bruder Pike, okay. Jetzt verschwindet, solange es noch geht. Die anderen haben eure Bemühungen mit Sicherheit bemerkt. Ja, wir waren nicht unbedingt unauffällig, muss man mal sagen, ne? Was kann ich tun? Ich will nicht lange genug hier bleiben, um mitzuerleben, ob er nun recht hat, ne? Zeit zu gehen. Ha, ich hab doch gewusst, dass die Flotte nicht einfach verschwunden ist. Aber das ist für uns vielleicht eine Nummer zu groß. Verschwinden wir von hier, bevor die Lage hier noch außer Kontrolle gerät. Sturmherz kann uns von hier aus ins Sturmsanktal bringen. Im Augenblick bringt es jedenfalls nichts, sich an die Tradition zu klammern. Stehens reist auf Sturmherz ins Sturmsanktal. Lebt danke für eure Hilfe. Wir werden euch das nie vergessen. So sieht's aus. Ich rufe Sturmherz herbei. Sie kann uns am Anleger im Osten treffen. Alles klar. Auf zum Anleger im Osten, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht auf die Fresse kriegen. Hier ist... Ihr seid noch normal, ne? Ja, ja. Hallo. Wir hauen eben schnell ab hier. Wir müssen nur mal kurz weg, du. Wir machen auch sonst nichts mehr hier. Da ist Sturmherz. Süß. Nix wie hoch da. Da wollen wir mal wegwandern, würde ich sagen. Sturmherz. Ihr müsst euch näher an diesem Ziel befinden. Noch näher, dann stehe ich in ihr. Na gut. Los geht's. Lasst uns wegfliegen. Ich fürchte, Kultiras wird der Allianz keine große Hilfe sein, solange die Flotte nicht heimgekehrt ist. Wir müssen Haus Sturmsang zuerst wieder auf unsere Seite bringen. Sie kontrollieren die Gezeitenweisen und die Gezeitenweisen die Flotte. Lord Sturmsang herrscht über das Haus und damit über das Tal. Er scheint der Schlüssel zu all dem zu sein. Nur war er schon lange nicht mehr in Boralus. Wir beginnen unsere Suche in Brennadam. Hoffentlich machen wir dort zumindest diesen Bruder Pike ausfindig. Pike? Der heißt schon Pro Pike. Bruder Pike? Ja, dann suchen wir mal nach Bruder Pike. Was ist da unten los? Sturmherz, bring uns dorthin. Wohin? Wohin? Hierhin? Oh, hier ist Stress oder was? Stress in der Hut, aber ist schön bunt hier. Ups. Okay. Schnacken wir erstmal. Was ist denn hier los? Vorarbeiterzettel. Okay. Gemeinsam können wir Kultiras vereinen. Was ist hier los? Grenzprobleme. Sie haben das gesamte Tor gesperrt. Kein Wunder, dass sich so viele Leute über den Handel mit dem Markt von Brennadam beschwert haben. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Diese Menschen müssen doch ihren Lebensunterhalt verdienen. Ihr müsst für mich hier als Ehrenkadett einspringen, Niani. Sagt diesen Grubian, sie sollen die Straße wieder öffnen. Überzeugt die Miliz des Hauses Sturmsang, die Blockade aufzuheben. Ich finde heraus, warum die Straße gesperrt ist. Bringt ihr die Soldaten dazu, den Weg frei zu machen. So mucken wir das. Was ich jetzt aber erstmal mache, ich gehe jetzt mal ins System, dann gehe ich auf Erweitert, dann gehe ich auf Sound und dann mache ich die Musik ein bisschen leiser, denn die ist echt, die ist schon so leise. Ich drehe die noch ein bisschen runter. Ich mag die ja. Dialoge auf Volldampf ist schon, aber das ist schon echt laut. So. Müssen wir jetzt einfach mit den Leuten so reden? Hallo. Öffnet auf der Stelle diesen Pass. Oh. Oh, die uns ist coole Rot Fischfutter. Wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein, ne? Trotzdem hau ich dir jetzt eine rein. Also den direkten Approach mit ein bisschen Aggression scheint nicht so gut zu funktionieren. Wir müssen die wohl alle wegprügeln. Von euch hatte ich eh... Oh, guck mal, er reitet weg. Siehst du, wir bringen die nicht um, immerhin. Das ist nur eine kleine brüderliche Rauferei. Also nichts Ernstes oder so. Alles ist gut. Ist alles gut. So eine kleine, ehrliche Rauferei. Von euch hatte ich eh genug. Ja, nix weg mit dir, du. So, was haben wir hier noch? Sturmschildware. Guten Tag. Moin, moin. Moin, moin. Öffnet auf der Stelle den Pass. Wie wäre es mit etwas Gold? Okay, nee, klappt nicht. Wir können die auch mit Gold bestechen, aber ganz ehrlich, ich bin viel zu geizig für, dann knall ich die lieber. Du kriegst die heute ein bisschen einen auf die Mütze, bis sie wieder zufrieden und freundlich sind, ne? Du. Immer munter Ruf da, immer munter Ruf. Ja, tschüss, ne? Hey, du da! Öffne sofort diesen Pass! Wer uns im Weg steht, geht unter. Wenn er das sagt, ist da nicht gerade die gleiche Person von gerade eben wieder da? Da hinten? Die haben wir doch gerade eben schon einmal gesehen hier mit seinem komischen Wesen da. Ich habe es euch auch leicht gemacht. Würde ich auch immer behaupten. Lass mich in Ruhe. Ja, na gut, wenn du nicht willst. Wenn du nicht willst. Guck mal da. Ein hübscher Greif. Lass jetzt mal die Leute hier durch. Wir helfen auch denen hier. Vor allem dieser arme Greif, du, der hat doch Hunger und du hast und muss verpflegt werden. Da kannst du doch nicht hier einfach die Straße blockieren. Was soll denn so was? Finde ich nicht in Ordnung. Gemacht. Das sorgen sie alle. Hier gleich den nächsten anschnacken. Dau den mit dem Pferd hier. Hallo. Öffne jetzt auf der... Seht zu, dass ihr Land gewinnt. Oh, rennen auch schon welche. Sturmsang-Inspektor. Ich weiß nicht, warum er Geräusche macht wie ein Schwein, aber... Das passt schon. Hauptsache es ist laut und klingt leidend, dann ist es schon gut. Vielleicht soll das ein Pferd sein, das angeblich leidet. Ich wollte gerade sagen, lass doch mal die armen Leute. Guck mal, die drückt hier das Fass. Ich weiß noch nicht, warum sie es nicht abstellt, aber egal. Du, das wird doch schwer auf dem Arm. Das wird doch schwer auf dem Arm. So, nun schnacken wir mal wieder mit Taelia. Guten Tag. Ich habe immer von Abenteuern geträumt. Gute Arbeit! Jetzt können diese anständigen Leute endlich wieder ein normales Leben führen. Weitermachen! Lasst uns sofort nach Brennadam gehen. Wir müssen Bruder Pike finden und der ganzen Sache auf den Grund gehen, bevor alles noch schlimmer wird. Diese Straße sollte uns direkt in die Stadt führen. Brennadam ist der bestbesuchte Markt diesseits von Boralus. Also sollten dort mehr als genug Leute sein, die uns helfen können, Pike zu finden. Ich bin so weit, wenn ihr so seid. Trefft euch mit Taelia in Brennadam. Die Pflicht ruft. Du, ich bin auch so weit. Aber bevor wir weiterreisen, ihr habt den Horn gehört, ihr wisst, was es bedeutet. Wir machen euch jetzt hier so einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Tschüss. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Port wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.